Hä? Wo geht's denn hier zum Spuffen? Da vorne muss der Spuffen doch irgendwo sein, oder? Nicht schubsen. Okay. Caro, nicht schubsen. Ist euch mal aufgefallen, dass wir... Gute Fahrt! Was ist denn jetzt passiert? Lebt noch. Es war absolut, dass ich die. Sie hat dich gerade Dösbuddel genannt. Buddel. Du bist kein Butler. Buddel. Du bist mein Buddel. Mein Butler. Buddel. Butler. Buddel. Oh, hier sind Pilze. Pilz. Oh, bring mit für Süppchen. Pilze. Wo bist du denn, Caro? Hier. Wo ist denn da? Da. Wo denn da? Dort. Bist du bei Ecki? Musst du ja sein. Du hast sie nämlich runtergeschubbt. Ich bin nass. Sie runtergeschubbt. Magst du hier vielleicht auch einmal die Wand abschließen? Okay. Ellie, mach das mal bitte. Hab ich schon. Mach deinen Job richtig, habe ich gesagt. Ein böses Schwein. Und hier dann quasi hier einmal... Ein böses Schwein. Ein Schwein. Oh, da ist die Leiter zu viel. Okay. Ist auch ein böses Schwein. Oh, jetzt haben wir einen Zaun zu wenig. Doch, ist denn William jetzt? Oh nein, ich habe den Zaun sogar aufgesammelt. Okay. Und der Zaun kommt hier rein und dann kommt da ein Lämpchen drauf. So, ich komme. Bin irgendwo anders. Wie, irgendwo? Auf unter Wasser. Kommst du jetzt bitte auf den Baum? Ich bin auf Bäumen. Ja, auf meinen Baum bitte. Kann nicht mehr, ist zu weit weg. Ich teleportiere dich. Nein, ich möchte auf meinem Baum bleiben. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit rumlaufen. Ich bin auf dem Jump'n'Run-Ding. Ja, dann komm schnell. Oh, ich kann aber Jump'n'Run. Jenny, was soll ich denn noch bauen? Ich habe noch ganz viele von diesen tollen Zaundingern. Ich kann wieder Zaundingern. Ja, da kommen ja noch ein paar Ebenen drüber. Oh, wie viel willst du denn da bauen? Es regnet. Hast du schon mal im Theater gesessen? Ja, aber da ist doch deine Einschätzung aus letzter Folge komplett unterschätzt. Also ja, ich bräuchte mit Creative Mode eine halbe Stunde. Mit Creative Mode. Schummler. Hallo Caro, komm her. Kannst du hier auch nochmal abschließen? Ich mach mal kurz Tag. Ich mag das nicht, wenn es so plätschert. Aber es regnet doch nur. Sei nicht so aus Zucker. Ich würde sagen, zwei Ebenen und dann passt das. So, das war's. Habt ihr jetzt gerade gemacht, dass ihr den Erfolg bekommen habt? Welchen Erfolg denn? Diamonds, Diamonds. Ich hab Diamonds gekriegt. Ich hab keinen Diamond gekriegt. Caro hat mich betrogen. Oh mein Gott. Caro ist böse. Und verletzend. Nein. So, das Lachen. Hat jemand noch von diesem komischen Quarzzeug? Achso, Jenny ist gerade dabei. Müssen wir vielleicht noch was an den Wänden erhöhen, Jenny? Ja. Die Wände müssen noch höher? Was? Ja. Wir haben ja nachher keinen Baum mehr. Ich geh mehr. Mal Holz holen. Ich bin schon dabei, Ellie. Ist eine sei Etage nicht so motiviert. Da stehen Kisten, da ist Holz drin. Das war doch Spruce Wood, oder? Oder war das Spruce... Dunkle. Nee, war das... Ja, es gibt zwei dunkle. Spruce Wood. Dark Oak? Hier ist Dark Oak drin. Einer kann schon mal die Bänke machen in der Mitte. Caro, mach die Bänke. Aua. Nein, ich will das Ding machen. Ich mach die Wand schon. Ich mach. Und das beide ich bin machen. Schneller wieder oben. Oh, sieht der Dritte. Bin oben. Ich bin auch oben. Bin schon auf der Wand. Ich war schneller. Ich komm nicht mal hoch. William. Ellie? Du kannst die Leiter da schon mal weiterführen, nach oben. Du machst da lauter Löcher rein. Jo. Nö. Doch, hab gesehen. Also ich sehe da keine Löcher. Weil da jetzt gerade so dippel war. Ich
Gib dir gleich mal Gippel. Oh, kennst Gippel. Du noch Mr. Gimpel? Mr. Gimpel. Ellie kennt den, Ecki kennt den auch, ja, nicht Ellie. Ellie, du darfst nicht einfach meine Bild rumstehen, sonst habe ich deinen Namen aus Versehen. Was? Gimpel, Mr. Gimpel. Ellie, was für Sitze willst du denn? Ellie, du musst jetzt laut schreien, wenn ich gleich hinten runterfalle. Von dem Holz unterscheiden, was jetzt gerade da ist. Doch. Ja. Ich vertraue jetzt dir einfach mal mein Leben an, ja. Und dann einfach stufen und dann gucken, dass du aber noch quasi dazwischen Dinge hast, weißt du? Weil ich irgendwie außen so ich wäre nicht runtergefallen, weil hier unten ist eine Wand. Und dann nochmal wieder außen, dass du so zwei Gänge in der Mitte noch hast. Okay, gut. Ich mach Sitzdinger. Okay. Caro macht das nicht gut. Schnauze! Du hältst jetzt mal deine Schnauze. Das ist hoch. Oh, Rocky. Ja? Sobald du den Mund aufmachst, kommt nur Durchfall raus. Warte, ich habe ein neues Wort gelernt. Sprechdurchfall. Ja, genau. Grüßes! Jetzt, ich möchte das nicht schon wieder in der Aufnahme besprechen. Was kann ich denn? Una beschwert sich sonst wieder. Du kannst entweder Rocky helfen beim Wandhoch. Nein, das mache ich alleine. Dann darfst du gerne der Caro helfen. Oder du kümmerst dich um die Bühne. Ich bin schon groß und vier, komm doch spiel mit mir. Ich zeig dir meine Welt. Da quasi Rocky. Da so einen Bühnenaufgang machen. Einen vernünftigen. Und vielleicht irgendwie so hinten so zwei schwarze Trennwände, wenn wir noch schwarze Wände haben. Oder haben so. Wir nicht. Sonst machen wir aus Holz. Und dann gucken, dass du da irgendwie so einen roten Vorhang oder so hinkriegst. Ich darf lauter coole Sachen machen. Ich glaube jetzt die Wolle. Nein. Ich glaube, ihr kriegt euch gleich in die Wolle. Glaube ich auch noch. Das ist mir zu anstrengend. Das wird zu anstrengend, da müsste ich mich bewegen zum Schlagen. Ja. Ecki schlägt. Detach. Ich glaube, Ecki, wenn Ecki schlagen will, ne, da hat nicht mal ein Sehtest eine Chance. Sehtest. Oh, Sehtest. Doch, gegen Sehtest kann ich nicht anstinken. Nee, der betütelt dich bestimmt vorher immer, ne? So, Ecki, jetzt kommst du mal her und dann gibt's Bestrafung. Ja, Bestrafung! Oh. Genauso ist es, denn genauso wird das ablaufen. Jenny, du bist sonst doch immer so negativ, wenn ich was sage. Wieso pflichtest du mir jetzt auch noch bei? Boah. Oh, nichts, ich wollte dir nur helfen, darüber zu gehen! Kannst du mal deinen Mann zurückpfeifen? Die ganze Wolle. So, es ist vorbei, Ellie. Es ist vorbei. Caro, ich hasse dich. Kein Welpenschutz mehr. Oh, nee, Leute. Danke, ich jetzt zu Jenny. Habt euch lieb. Ecki, ich hab dir 5 graue Wolle gelassen. Ich geh jetzt zu Jenny, lass mich von ihr betätschen. Alles andere gehört mir. Siehst du, Ellie, siehst du jetzt, wie gutmütig ich zu dir bin? Und wie böse Jenny zu dir ist? Und deswegen bist du einfach lieber mein Special Guest. Ihr habt mir wirklich alles weggenommen. Wie umsonst gelaufen. Moment, das war nicht an sie gerichtet, das. Doch. Ich hab keine Wolle. Mhm. Wolle. Ich weiß das. Caro, auf jeden Fall. Zu mir würdest du sowas niemals sagen. Wusstest du, dass Einbildung auch eine Bildung ist? Ja, in der Tat, sogar eine ziemliche hohe Bildung. Mhm. Gehört zu den Geisteswissenschaften. Mhm. Ist der Geist rein, pfeift das Schwein rein. Was? Das macht er wieder auf 9-mal klug und besser. Auf jeden Fall. Nur weil Caro damit nicht zurechtkommt. Die sitzt nur da. Okay, die Leitern sind ein bisschen hoch. Nicht schlimm. Kannst du hier unten Leitern hinmachen? Du also hast so ein Gesicht. Da oben. Bis zum Ende der Wand. Yep. Ich habe nur einen ziemlich sexigen Buddy. Ja. Yeah. Wie war das mit der Einbildung? Nie. Wenn das nee, sogar Caro lacht, dann bin ich bestimmt voll der Schlapperi. Jenny, guck mal hier oben runter. Wo? Hier, unter dir. Oh, hi. Also, hier oder hier? Wie viele Leute braucht der? Der näher noch zu mir steht. Also da hinten, der da. Ja. Okay, und dann immer so eins Abstand. Ja.
Sehr gut, Caro. Okay. Hast du wunderbar gemacht. Wirklich toll. Jetzt heißt ich habe hier Baubesprechung mit Jenny und mit dir. Ja, Jenny ist aber nicht mal... Ist toll, wirklich. Super toll ist Jenny. Sie ist echt toll. Also, Caro, guck mal! Lassen. Caro, guck mal! Nein. Caro, guck mal schnell! Das ist echt witzig! Nein. Du wirst, wenn du lachst, dann habe ich gewonnen. Und wenn du nicht lachst, hast du gewonnen. Wo bist du denn? Also guck schnell hier oben. Hat Caro eigentlich irgendeinen Vorteil aus der Sache, die du gerade gesagt hast? Boah! Ecki hat gelacht. Ha. Also hat Ecki. Ja, ihr habt gewonnen! Das war kein echtes Lachen. Du hast aber gelacht. Du sagst, das war kein echtes Lachen, aber es war ein Lachen. Nein. Ich habe nicht gesagt, was für ein Lachen. Ich habe gewonnen bei Caro meinen super tollen Witz. Ich will ihn runterhauen, Mach das. Wenn du das machst, dann geh ich. Wohin denn? Mit dem Buch, du? Offline. Jo. Hallo. Timbuktu klingt gut, Wolle, da kann er Urlaub die ich machen. Ecki geklaut habe? Ja, sieht echt toll aus. Wen willst du sie haben? Sieht echt Woll aus. Gut, dann eben nicht. Ecki, willst du deine Wolle? Nobody wants Wolle. Habt ihr das Jenny, jetzt? Komm noch mal her. Ich muss mir gerade Quarz holen. Was ist denn das? Penny! Hätte ich gerade Penny genannt? You got Penny. A big belly! Und der hat dich fett genannt. Das habe ich gar nicht getan. Natürlich. Beweis das. Beweis. Musste gerade rupsen. Warum hast du es nicht laut getan? So männlich wie letztens irgendwann. Oh, das kam überraschend. Der kam echt überraschend. Ja, ich wusste das. Das hat man dir angehört. Wie du versucht hast, noch deinen Mund zu schließen und dann dir irgendwann so ab der Hälfte gedacht hast, ist halt eh kein Sinn. Ja, und dann habe ich ihn einfach laufen lassen. Du hast es einfach geschehen lassen. Ja. Ellie! Was denn? Kannst du mal Leitern bis ganz oben hin machen, bitte? Dann brauche ich jetzt hier nicht irgendein komisches Konstrukt zu bauen. Los, mach deinen Job richtig jetzt. Die müssen aber gar nicht bis nach ganz oben. Ja, aber für mich. Danke. Hättest auch einfach auf die andere Seite gehen können, da sind sie. Du hättest toll. Auch einfach mir die Leiter dahin machen können. Hättest auch einfach nicht runtergehen können. Ich hätte aber Holz gebraucht. Hallo? Hallo? Nimm dir mehr mit hoch. Was? Nochmal? Nimm dir mehr mit hoch. Ich hatte mein Inventar voll. Entschuldigung. Ja, das ist Schicksal, ne? Ja, das ist echt sehr tolles Schicksal. Salvatore Schick heißt das nämlich, das Schicksal. Oh ja. Wow, ich habe 500er Ping. Also Ellie könnte das kennen eventuell. Hm? Salvatore Schick. Was? Ja, es gibt ein Buch. Das heißt, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Irgendwas mit Zirkus. Und da geht es um so einen Jungen, der mit seinem Freund zu einem Zirkus eingeladen wird, zu einer Freakshow. Hallo erst. Und bei diesem Zirkus lernen sie einen Vampir kennen, der mit seiner Spinne die Show macht. Und der Typ, der Protagonist, weiß quasi nicht, dass es ein Vampir ist, aber sein Kollege weiß, dass es ein Vampir ist. Und er wird dann zum Vampir gemacht, aber sein Kollege nicht. Und dann wird er böse und dann wird er zu einem bösen Vampir und bla bla bla. Und der Typ, der fürs Schicksal aller Menschen verantwortlich ist, heißt eigentlich Salvatore Schick. Und daher kommt Schicksal. Wegen Salvatore Schick. Sal? Chick. Alles klar. Nein, nicht Chick. Er hat bestimmt auch einige Chicks, aber... Und Ellie kennt das nicht. Ellie liest doch immer voll viel. Das Buch habe ich zum Beispiel mal gelesen. Das war echt spannend. Ja, davon gibt es auch einen Film, ja. Ich glaube, den habe ich gesehen. Ja, das kann sehr gut sein. Der Film hat mir auch sehr gut gefallen, nur das Ende ist sehr offen irgendwie. Nur der Kollege wollte immer Vampir werden und er wurde nie einer und deswegen wurde er dann ein Böser. Und deswegen wurde er dann ein Vampir. Ja. Mit Y voll die große Unterscheidung. Jenny! Jenny hat mich heute aber auch wieder gern. Also man merkt quasi... Man spürt die Liebe in der ja,